Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Vanilla. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo. Hallo! Ich habe gerade auf Twitter gesehen, dass morgen, was heißt für alle, die zuschauen, vor 2 Stunden, eine Direct kommt, welche sich wohl mit Smash und Spielen des ersten Quartals dieses Jahr auseinandersetzen soll. Was im Grunde heißt, das meiste kennen wir schon, aber vielleicht kommt jetzt Minecraft Alex als DLC. Minecraft Alex, also Oculus Rift oder Mario 3D World Ding oder wie das heißt, das Bowser's Fury Scheiß Ding, was mich nicht interessiert. Kannst du, okay. Wann kommt die Direct, was? Morgen. Warte. Ah, guck mal. Ach ja, nur morgen 23 Uhr. Ist ja easy. Rund 50 Minuten soll die gehen. Also 23 Uhr ist besonders für dich geil. Das ist voll okay. Ich würde erst um 0 Uhr gehen. Ich weiß nicht, wann deine Prüfung ist. Tja. Tja, um 11, hast du wohl nicht auf Schummler-WG geguckt. Ich muss erst Freitag wieder. Prüfung. Aber das ist okay, weil die will ich sowieso verhauen, beziehungsweise die werde ich vermutlich verhauen. Geil. Das klingt interessiert cool. Mich aber auch nicht. Weil das ist eine Modul 2 Prüfung. Ich muss jetzt mit Modul 1 fertig sein. Und das habe ich mit der einen Prüfung von letzter Woche geschafft. Was übrigens interessant ist, Modul 1 gibt es Psychologie, Erziehungswissenschaften und... Wenn ich rede und durch mein Lager renne, passiert einfach nichts. Ja, Bildungssoziologie. Soziologie habe ich jetzt hoffentlich geschafft. Und die anderen beiden Fächer, die ja auch geschrieben wurden, die ich schon vor 3 Semestern gemacht habe, da sind die Noten alle schon bekannt. Aber Bildungssoziologie, nee, das sagen wir nicht. Ja. Das wäre ja dem Terminus gerade lieb, wenn der jetzt schon seine Note wüsste. Na, das wäre zu einfach, ja. Die wollen ja noch irgendwas reindrücken können. Ja. Ich meine, habe ich verkackt, ist Studium vorbei. Aber... ehrlich gesagt, dieses Jahr ging's. Ich habe ja zweimal die schon geschrieben. Und Soziologie ist immer mit einem Nebending. 50% Soziologie, 50% was anderes, was die ersten beiden Male bei mir Politik war. Und das ist ja absolut überhaupt mein Fach. Darum wollte ich es gleich dreimal schreiben. Und dieses Jahr war es Theologie, dieses Semester. Und ich gehe schon stark davon aus, dass ich die 50%, die man haben muss, geschafft habe. Das war machbar. Hört sich gut an. Aber trotzdem wäre es cool, das einfach zu wissen, weißt du? Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Ja, kann ich verstehen. Ich bin ja jetzt froh, dass ich heute Mathe fertig habe. Oh, wie lief's? Sehr, sehr gut. Hattest du nicht eine Prüfung, wo du meintest, ja, die war kotze? Ja, aber der Vorteil ist, der Professor ist der Meinung, dass man wegen Mathe sein IT-Studium nicht verkacken sollte. Von dem her war die Prüfung angenehm. Ist aber auch ein Gedanke, der macht fast irgendwo Sinn. Ja, außerdem habe ich krasse Connections, weißt du? Ich bin krass. Du hast so eine Axt. Ja. Connect Axton. Connects. Connects. Connections. Eine Echse. Genau, eine Echse. Robs Keller ist dunkel übrigens, aber egal. Wo bist denn du schon wieder? Ich gehe jetzt zur Farmwelt. In den Birkenwald. Du weißt, ich mag den Birkenwald. Ja. Fuck, was soll ich noch sagen? Ja, da war es eigentlich schon. Ne? So war es mit Schummers Aufnahme? Ja. Tschüss. Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade in dieses Drecksspiel, in dieses Drecksspiel reingegangen, ja? Ja. Und als ich in diesem Drecksspiel war, hatte ich irgendwelche komischen random Sachen im Inventar und wusste nicht, was ich machen wollte. Darum gehe ich jetzt einfach in die Farmwelt, flieg Richtung Sandland und mache Sand weg, weil ich irgendwann mal doch mit Beton arbeiten möchte. Ich glaube, man braucht Sand für Beton. Ich habe es schon mal gemacht, deswegen kann ich mit Sicherheit sagen, keine Ahnung. Ja, das dachte ich mir. Schon wer, du kennst doch meine Schlafrhythmigkeit. Ja. Rate mal, von wann bis wann und wie oft ich am Tag schlafe, gerade jetzt zur Zeit. Also heute, gestern, vorgestern. Ich würde sagen von 23 Uhr bis 7 Uhr. Um eine Stunde falsch, ich habe tatsächlich gerade normalen Schlafrhythmus und es geht mir auf den Sack. Weil vor noch 4 Tagen, beziehungsweise vor 3 Tagen aufgewacht,
bin ich noch so um 2 Uhr morgens und dann konnte ich schön geil 6 Stunden Witcher spielen, bis überhaupt irgendeine andere Seele auf diesem Planeten wach war. Weil wir wissen, Zeitzonen sind von der Regierung erfunden. Genau, genau. Das war angenehm. Und jetzt bin ich halt um 6 Uhr wach, komme so 7 Uhr langsam aus dem Bett und denke mir dann, boah, jetzt ist es aber nicht mehr lustig zu zocken. Und dann mache ich gar nichts. Gut, heute habe ich dann Muffins und einen Zopf gebacken. Ich habe also tatsächlich etwas getan, das ist komisch, aber ich weiß nicht, ich will zocken. Ich meine, du bist gut im Meckern, von dem her kann ich das verstehen. Das stimmt, das stimmt. Ja, ist irgendwas in letzter Zeit passiert, was dein Leben beruhigt hat? Nein. Also, ich weiß nicht, es ist vielleicht so, dass die eine Prüfung, von der halt mein Studium abhing, mich so geschockt und fertig gemacht hat über eine ganze Woche übrigens, dass nachdem die vorbei war, ich plötzlich wieder schlafen kann. Das kann ich mir vorstellen. Ja? Weil, boah, Alter. Ich weiß ja nicht, seit wann es angefangen hat mit Schlaf. Tod. Ach so, vor 16 Jahren. Aber nicht so krass, oder? Also in der Schule, ja gut, Realschule hatte ich das noch nicht, dass ich wirklich einen Mittagsschlaf gebraucht habe, aber da warst du Realschule, da hast du gar keinen Schlaf gebraucht. Aber zu Gimmi-Zeiten war das schon durchaus so, dass ich einfach mal nicht geschlafen habe nachts, obwohl ich will und sollte und auch müde bin. Aber du hast von Mittagsschlaf geredet, was du ja mit letztens eigentlich nicht hinbekommen hattest, glaube ich, oder? Hin und wieder ja, hin und wieder nein. Na gut. Ja, vielleicht ist jetzt einfach nur die Gewissheit, dass irgendwas vielleicht okay ist. Also, dass bis dahin gab es eine Gewissheit. Die Gewissheit, dass es vielleicht okay ist, trifft das echt ganz gut. Aber wie gesagt, der Test war super nice. Immer noch die Methodik, dass ich mir echt so eine scheiß Kamera habe dafür kaufen müssen. Ja, das ist auch normal, also ja, unverständlich. Ja. Aber es geht halt gegen meinen Hardgeiz. Tja, aber jetzt hast du eine Kamera und jetzt kannst du Sachen machen, wie zum Beispiel mit Webcam streamen. Theoretisch. Und PNP mit Webcam spielen. Vielleicht, wenn zum Beispiel gewisse DMs irgendwann anfangen, das zu streamen. Echt jetzt? Ja, der Butti ist nur so. Achso. Er kauft sich ein Mikro und da ist eine Podcast-Software dabei und er hat halt einfach mal nachgefragt, ob ich da Erfahrung habe mit Streamen und bla. Was? Nein. Nee, gar nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie sowas gemacht. Niemals. Nein, aber ja, von dem her. Und ich kann mir das auch ganz cool vorstellen. Vor allem da ich uns ganz gut finde, so als Gruppe. Du findest uns schon ziemlich sexy. Ja, ich finde. Willst du mir gerade sagen? Ja. Boah, ich hatte gerade Schiss im Inventar, sehe ich nur diese Enderflupse. Und dann drücke ich sofort E. Ach ja, ich war in der Ender-Chest. Smart. Du kennst mich, ich weiß auch nicht, warum ich dauernd vor allem Schiss habe, vor allem vor allem. Ja, vor allem mit einer fucking kompletten Rüstung mit Schutz 4 vermutlich. Elytra. Ja, aber der Rest Schutz 4. Was will dich gerade umbringen? Ein Creeper würde dich vermutlich nicht umbringen, da bräuchtest du vermutlich sogar 2 oder so. Point blank. Ist das ein Diamant? Hä? Ich weiß es nicht, da steht man nein nicht ins Gesicht. Das müsste doch alles... Nee, ich glaube, dass es... Also, ich weiß schon, dass mich nichts tötet. Aber ich mag den nicht, weil ich... Auf persönlicher Ebene habe ich einfach ein Problem mit denen. Ich bin auch sehr rassistisch. Ach so. Eigentlich alles. Da muss ja nur irgendwas auf die Decke springen und sei es du. Ja, aber ich bin auch krass. Wenn ich ja, dich... Ja, aber auch krass dämlich. Wenn ich dich, Tombstone Marcy drive, dann bist du am Arsch. Kann Marcy aber besser. Ja gut, das ist ja auch sein Move. Und den hat er gekauft bei Marcy Ikea. Bay. Achso. Marcy Ikea. Marcy Bay. Marcy Bay. Marcy Bay. Marcy Bay reingestellt wurde es von Marcy Ikea. Die sind jetzt auch online übergegangen. Weil offline hört sich dümmer an.